Wir haben Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nachtsabend mit der Elheimer-Mod. Ja, wir sind hier immer noch auf Onas Hof. Wir haben letztes Mal nicht so viel gemacht, weil es ziemlich viel zu quatschen gab. Und ja, wir müssen noch die Wölfe... Okay, was ist hier mit dem Licht los? Die Wölfe da hinten irgendwo töten. Ich habe keine Ahnung, wo die in der Mod stehen. Und mit Torloff haben wir noch nicht gequatscht. Was willst du von mir? Das war doch schon vorher klar. Und deine Stimme ist aber im Vergleich zu eins ein bisschen dunkler geworden, mein Freund. Da muss man mal. Ich will mich den Söldnern anschließen. So? Und warum glaubst du, sollte ich wohl dafür sein, dass du hier aufgenommen wirst? Ich wäre mir da nicht so sicher. Das war noch schon vorher. Stell mich auf die Probe. Stell mich auf die Probe. Hat Lee dich zu mir geschickt? Nein. Was quatschst du mich dann voll? Soll? Was sind die Duellregeln? Ganz einfach. Beide Gegner müssen Gelegenheit haben, ihre Waffe zu ziehen, bevor der erste Schlag geführt wird. Fester ist echt belastend. Du kannst nicht einfach hingehen und einem der Männer ohne Warnung eins überbraten. Es muss eine Art Herausforderung ausgesprochen werden. Eine Beleidigung oder ein anderer Grund zu kämpfen. Keiner der anderen Männer wird sich in so einen Kampf einmischen. Es sei denn, einer der beiden wird bei dem Duell getötet. Okay. Kannst du mir helfen, meine Fähigkeiten zu verbessern? Ich könnte dir zeigen, wie du deine Stärke besser im Nahkampf einsetzen kannst. Ja. Viele Kämpfer sind sehr schwach, weil sie die Technik nicht beherrschen, ihre Stärke richtig einzusetzen. Dasselbe gilt für Geschicklichkeit und Fernwaffen. Ich könnte mir so etwas nie erlauben. Ich glaube nicht, dass ich daran was ändere. Okay, wir müssen eigentlich nochmal Stärke lernen für die Quest von Rod. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Wir haben, glaube ich, gerade, genau, keine Lehrpunkte. Wir müssen nochmal ein Level abbekommen. So, mal gucken, ob wir ins Haus reinkommen. Ich finde das schön, dass da Waffen stehen und da irgendwie rechts an der Tür ist und da keiner steht. Wo willst du denn hin? Na, ins Haus. Ona bezahlt uns, damit wir Typen wie dich hier nicht reinlassen. Ich will mit Lee reden. Was willst du von ihm? Ich kenne ihn. Ich kenne ihn von früher. Du bist ein Kumpel von mir. Ja. Ich glaube dir kein Wort. Wir haben sehr viel in der Kolonie miteinander zu tun. Wenn er sich nicht an dich erinnern kann, wirst du schon merken. Ich habe mir seine ganze Lebensgeschichte erzählt. Lee ist im rechten Flügel. Lass dir ja nicht einfallen, dich woanders rumzutreiben. Okay. Das interessiert mich nicht. Ach, stimmt. Der. Ist ja auch alles anders. Der Tisch ist jetzt einfach hier im Eingangsbereich. Ich habe da meine eigene Meinung. Alles klar bei dir? Wenn es was Wichtiges ist, rede mit Lee. Ansonsten lass mich in Ruhe. Okay. Ich glaube, Lee müsste eigentlich hier... Warte mal, hier ist Bier. Kann ich Sachen mitnehmen? Nur mal ganz kurz. Na warte, du dreckiger... Okay. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht... So, wo ist Lee denn? Eigentlich stehen die ja hier in dem Raum, an dem Tisch. Hier sind sie jetzt aber nicht mehr. Ja. Hallo? Ich habe so einiges gehört. Meinst du, mir geht es besser? Das hat er doch vorher gewusst. Und das Ona? Wer zum Teufel hat dich denn hier rein? Oh, die hat eine neue Rüstung. Was machst du denn hier? Ich dachte, du wärst du. Wie kommst du denn darauf? Gorn hat mir erzählt, dass du es warst, der die Barriere zum Einsturz gebracht hat. Woher weiß Gorn das? Ich hätte nicht gedacht, dass ein Mann so etwas überleben kann. Was treibt dich her? Du bist doch nicht ohne Grund hier. Alter Lee, du hast aber hier ordentlich aufgerüstet. Nice Schwert. Und die Rüstung ist, glaube ich, eine umdesignte Erzbaron-Rüstung. Ist das wirklich wahr? Nice. Der sieht fesch aus, der Lee. Gorn hat von mir erzählt? Was ist mit ihm? Du kennst ihn doch noch, oder? Sonst hätte ich ja jetzt nicht seinen Namen erwähnt. Klar. Er hat sich von den Paladinen schnappen lassen und ist mit einem Strafkonvoi zurück ins Minental geschickt worden. Wenn der Weg zum Minental nicht mit Paladinen und Orks gepflastert wäre, wäre ich schon mit ein paar Jungs losgezogen, um ihn zu befreien. Ich weiß gar nicht, aber so hat es keinen Sinn. Armer Teufel. Ja, den holen wir schon irgendwann da raus. Was machst du hier eigentlich? Was genau tust du hier? Ganz einfach. Ich werde dafür sorgen, dass wir alle von dieser Insel wegkommen. Ona hat uns angeheuert, damit wir seinen Hof verteidigen. Und genau das tun wir auch. Ist das wirklich wahr? Aber unser Lohn ist mehr als nur unser Sold. Indem wir den Bauern helfen, schneiden wir die Stadt von ihrer Versorgung ab. Wie Ona das steht und je weniger die Paladine zu essen haben, umso eher werden sie zuhören, wenn ich ihnen schließlich ein Friedensangebot mache.
Wie soll dein Angebot aussehen? Im Wesentlichen geht es um unsere Begnadigung und um freie Überfahrt zum Festland. Du wirst mehr erfahren, wenn es soweit ist. Also komm mir nicht so. Na dann. Ich muss dringend mit den Paladinen in der Stadt reden. Kannst du mir helfen, zu ihnen zu kommen? Was willst du von den Paladinen? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe Zeit. Also Xardas hat mich auf eine Mission geschickt. Er will, dass ich ein mächtiges Amulett beschaffe. Das Auge Innos. Du bist also noch immer mit diesem... Wir sind alle gut informiert. Mit Lee hat ja echt nichts zu tun, ne? Verstehe. Ich hab mir das schon. Die Paladine haben dieses Amulett. Soviel ich weiß, ja. Ich kann dir helfen, zu den Paladinen zu kommen. Allerdings erst, wenn du einer von uns bist. Wie kannst du mir helfen, zu den Paladinen zu kommen? Vertrau mir. Ich habe einen Plan. Und ich glaube, du bist genau der Richtige dafür. Was? Ich bringe dich zu den Paladin und du tust mir dafür einen Gefallen. Aber zuerst schließ dich uns an. Na, ich glaube, die Leute sind eher fürs Kloster. Ich will mich euch anschließen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ich kann hier jeden fähigen Mann gut gebrauchen. Die letzten Söldner, die ich aufgenommen habe, machen nichts als Ärger. Du kannst im Grunde direkt anfangen. Naja, vorher müssen noch ein, zwei Dinge geklärt werden, aber das ist halb so wild. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Was muss ich klären, bevor ich bei euch mitmachen kann? Ona, der Grundbesitzer, ist derjenige, der uns hier beschäftigt. Nur mit seinem Einverständnis kannst du auf dem Hof bleiben. Und dann sind da noch die Jungs. Erst wenn die Mehrheit der Söldner dafür ist, dass du mitmachst, kann ich dich aufnehmen. Aber geh nicht zu Ona, bevor nicht alles klar ist. Er ist ein sehr ungeduldiger Zeitgenosse. Er steht ja schon sowieso die ganze Zeit rumglotzt. Wie kann ich die Söldner von mir überzeugen? Am besten, indem du das machst, was von dir als Söldner erwartet wird. Rede mit Torloff. Er ist meistens draußen vom Haus. Er wird dich auf die Probe stellen. Meinst du, mir geht es besser? Wenn du dabei nicht versagst, hast du dir schon einen großen Teil des nötigen Respekts verdient. Er wird dir auch alles andere erzählen, was du wissen musst. Gut. Was weißt du über den Ring des Wassers? Das hätte ich mir ja denken können. Du musst dich natürlich wieder überall einmischen. Ja. Komm schon, spuck's aus. Ich habe nur am Rande damit zu tun. Ich weiß, dass es hier diese Untergrundgilde gibt und dass die Wassermagier dahinter stecken. Seit dem Fall der Barriere bin ich nicht mehr an das Abkommen gebunden, das ich damals mit den Wassermagiern eingegangen bin. Wenn ich helfen kann, tue ich das natürlich auch heute noch. Aber meistens habe ich meine eigenen Probleme und kaum noch Zeit für andere Dinge. Wenn du mehr darüber erfahren willst, dann solltest du vielleicht besser mal mit Kort sprechen. Er ist einer von ihnen, soviel ich weiß. Ich habe da meine eigene Meinung. Gut. Ich bin Lee. Alles klar bei dir? So, du willst also bei uns mitmachen. Hast du überhaupt schon eine vernünftige Waffe? Wie bist du zu den Söldnern gekommen? Ich bin mit Silvia aus dem Süden gekommen. Wir waren in einer Söldnerarmee, die gegen die Orks gekämpft hat. Meine Meinung will ja keiner hören. Was denkst du über Silvio? Der Typ ist gefährlich. Und viele der Söldner, die mit ihm hierher gekommen sind, hören auf ihn. Leg dich besser nicht mit ihm an. Was denkst du über Lee? Ich glaube, das Einzige, was Lee wirklich interessiert, ist, von dieser Insel runterzukommen. Mhm. Er will aufs Festland. Hat da wohl noch eine Rechnung offen. Jedenfalls versteht er sein Handwerk um Längen besser, als Silvio das jemals könnte. Außerdem ist er ein guter Anführer. Die meiste Zeit kann man hier machen, was man will. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Hast du was dagegen, wenn ich bei euch mitmache? Wenn du die Probe bestanden hast, werde ich für dich stimmen. Man darf halt nicht alles glauben. Welche Waffen hast du anzubieten? Nur die besten. Sieh sie dir doch einfach an. Ja, und der hat ein richtiges Arsenal. Das ist immer nur aber ich habe ja eine Lederrüstung, ne? Ich habe nicht die Jägerrüstung. Nicht, mal gucken. Ja, der hat ordentlich Zeug. Weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Lederkleidung. Okay, müssen wir nochmal gucken. Ich wäre mir da nicht so sicher. Da. Oh Mann, das Haus ist hier auch ganz schön krass geworden. Markt. Vasili! Lass dir nicht einfallen, hier was anzufassen. Sonst gibt's Pein dir die Ohren, klar? Eine Menge Krempel gibt es hier.
Das ist richtig und das meiste davon ist auch extrem wertvoll. Ona sammelt wertvolle Gegenstände. Ein einfacher Mann wie ich kann sich solchen Luxus kaum leisten. Ich halte mich an andere Dinge. Nämlich? Ich sammle alte Münzen. Was ist deine Aufgabe? Ona will, dass ich den ganzen Tag auf seinen Krempel aufpasse. Er macht sich Sorgen, dass was wegkommt. Und das würde ich an seiner Stelle auch. Die meisten der Söldner, die er angeheuert hat, sind ehemalige Sträflinge aus der Minenkolonie. Die lassen doch alles mitgehen, was nicht nied- und nagelfest ist, wenn keiner aufpasst. Hat schon wer versucht, was zu stehlen? Einige. Und ich habe sie alle erwischt. Hey, bei dem können wir unsere alten Münzen loswerden. Ich hätte echt gern nur die aus Teil 1. Dann wären wir jetzt reich. So, haben Sie hier dran was geändert? Ich habe hier eine alte Münze. Mhm, zeig mal her. Oh ja, die bringt auf dem freien Markt nichts mehr ein. Ich zahle dir eine Goldmünze dafür. Genauso viel, wie sie einmal wert war. Mal gucken. Ein bisschen wenig. Wie wär's mit 2? Nix da, ich bin doch nicht bescheuert. Verschwinde. Ich hab... Du Hund weißt, was ich dafür zu zahlen bereit bin. Okay. Abgemacht. Gut. Wenn du noch mehr davon hast, weißt du ja, wo du mich findest. Kann man das ja nicht irgendwie hochtreiben? Ich habe das noch nie geschafft, glaube ich. Interesse an weiteren alten Münzen? Sicher. Hast du noch welche? Ein paar. Danke. Hier ist dein Geld. Ist jetzt nicht die Welt, aber... So, mit Ona quatschen wir gleich. Ich will eigentlich nicht mit dem jetzt hier so im Türrahmen quatschen. Ja. Oh ja. Ich glaube, die KI kommt nicht so klar damit. Die wollen ja hinter mir herrennen. Aber die. Ja, genau. Okay, ich quatsch mal so mit ihr. Wer bist du? Ich bin Maria, die Frau von Ona. Was willst du hier? Ich wollte mich hier mal umsehen. Seit die ganzen Kerle auf dem Hof sind, hat man hier im Haus keine Ruhe mehr. Dauernd kommt einer reingestiefelt. Stören dich die Söldner? Also ohne Türen ist auch schwierig. Naja, seit die Söldner hier sind, ist der Hof viel sicherer geworden. Damals, als wir noch auf uns allein gestellt waren, kamen regelmäßig die Milizen aus der Stadt und haben uns ausgeplündert. Einen Großteil der Ernte haben sie weggeschleppt und auch einige Schafe haben sie mitgenommen. Getan haben sie dafür nichts. Ein paar von den Mistkerlen haben uns sogar bestohlen. Was wurde dir gestohlen? Vor allem Gold und Silber. Sie haben sogar mein Hochzeitsgeschenk gestohlen. Einen goldenen Teller. Ich wette, irgendein dreckiger Stadtgardist hat ihn in seiner Truhe liegen. Und da verstaubt er jetzt. Erzähl mir über Ona. Er ist ein guter Mann. Etwas brummig und sehr ungeduldig. Aber jeder hat seine Fehler. Ich habe meinem Mann gesagt, warum lässt du dich von den Soldaten aus der Stadt so unterbuttern? Tu was, habe ich gesagt. Daraufhin hat er die Söldner angeheuert. Jetzt komme ich mir hier vor wie im Krieg. Tja. Aber schließlich ist ja auch Krieg. Ja. Nicht? Das stimmt. Weit weg, aber ja. Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Die Paladine sind hier in der Nähe vorbeigezogen. Wir dachten erst, sie wollen den Hof angreifen, aber sie sind ins Minental gewandert. Okay. Ja, bleib mal da stehen. Vielleicht kann ich dann in deine Kiste. Finger weg da! Okay, von wo aus siehst du das denn bitte? Und durch die Wände gucken, die gute Frau. Okay, dann halt nicht. So, hier oben dürfte eigentlich sonst niemand sein. Dann gehen wir mal runter. Ich bin ganz da. Wer hat dich denn hier reingelassen? Was machst du hier auf meinem Hof? Alles klar hier auf dem Hof? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Du gehörst nicht zum Hof. Ich will für dich arbeiten. Ich brauche zurzeit keine Knechte. Und um alles andere kümmern sich meine Leute. Hier im Haus hast du nichts zu suchen, also mach, dass du rauskommst.
Ich will hier als Söldner arbeiten. Du? Als Söldner? Lass dich nicht lachen. Wenn du als Söldner was taugen würdest, hätte Lee mir schon was von dir erzählt. Jetzt mach endlich, dass du hier rauskommst. Okay. Ich habe gehört, du lehnst dich gegen die Stadt auf? Jetzt hör mal gut zu. Ich habe diesen Hof und das Land von meinem Vater geerbt. Und der hat ihn von seinem Vater geerbt. Ich werde nicht zulassen, dass dieser gierige Schwachkopf von König sich das alles unter den Nagel reißt, nur um seine nutzlosen Armeen durchzufüttern. Der Krieg mit den Orks dauert jetzt schon ewig. Und wo stehen wir? Am Rande einer Niederlage. Nein, da verteidige ich meinen Hof lieber selbst. Für das Geld, was ich spare, kann ich mir meine eigene Armee leisten. Ich will ein Schaf kaufen. Was willst du dann hier? Siehst du hier irgendwelche Schafe? Wenn du ein Schaf kaufen willst, dann geh auf die Weide. Die ist rechts neben meinem Haus. Pepe soll dir eins verkaufen. Ja dann. Maria ist jetzt hier unten. Ich hab was anderes gehört. Okay, oder auch nicht, weil die Jungs mich verfolgen. Na gut. Das ist alles belastend. Ich habe gerade nicht so viele Erfahrungspunkte dazu. Habe ich jetzt hier mit allen geredet? Ich glaube schon. Nee, Moment, müssen wir nochmal mit Torloff reden. Wir haben jetzt ja mit Lee gequatscht. Das ist doch alles nur Torloff? Stell mich auf die Probe. Hat Lee dich zu mir geschickt? Er sagte, du würdest mir weiterhelfen. Gut, dann wollen wir mal. Es gibt zwei Dinge, die du tun musst, bevor du bei uns mitmachen kannst. Warum er sich so aufregt. Erstens, du musst beweisen, dass du fähig bist, die Aufgaben zu meistern, die du als Söldner zu erfüllen hast. Ich werde dich auf die Probe stellen. Und zweitens, du musst dir den Respekt der anderen Söldner verdienen. Okay. Wie verdiene ich mir den Respekt der anderen Söldner? Den meisten wird es reichen, wenn du meine Aufgabe erfüllst und deine Probe bestehst. Aber einige unter ihnen wirst du auf andere Art überzeugen müssen. Manche werden versuchen, deine Situation auszunutzen und wieder anderen passt vielleicht deine Visage nicht. Du solltest versuchen, mit möglichst vielen der Jungs gut auszukommen. Aber wenn nichts mehr hilft, kannst du dich immer noch auf ein Duell einlassen. Wenn du gewinnst, wird das den meisten Respekt beibringen. Aber achte darauf, dass du nicht versehentlich einen dabei umbringst, denn dann hast du ein fettes Problem. Ja gut, ich habe den nicht umgebracht, das waren die Feldräuber. Was ist mit dir? Wirst du für mich stimmen? Wenn du beweisen kannst, dass du die Aufgaben eines Söldners erfüllen kannst, ja. Wie ist mein Ruf bei den Söldnern? Mal sehen. Wolf sagt, er hat nichts dagegen, wenn du mitmachst. Jarvis ist sich noch nicht sicher, ob du auf der richtigen Seite stehst. Er hat keine Lust, dass noch mehr Leute nach Silvios Pfeife tanzen. Ich übrigens auch nicht. Cord denkt, du wärst gut genug, um anzufangen. Ach so. Seifer sagt, du schuldest ihm noch einen kleinen Gefallen. Du wüsstest schon, worum es geht. Rod hält dich für einen Schwächling. Sentenza will für dich stimmen. Er sagte, du wärst ein sehr vernünftiger Mann. Von Silvio und Bulko brauche ich wohl gar nicht erst zu reden. Die beiden Schwachköpfe sind gegen jeden. Buster meinte, du wärst okay. Und da hält dich für ein Kameradenschwein. Aber seine Stimme zählt hier sowieso nicht viel. Der Rest der Söldner hat nichts gesagt. Ja gut, Fester ist tot. Die meisten warten einfach ab, ob du die Probe bestehst. Immerhin hast du schon einige faire Duelle gewonnen. Du bist noch lange nicht so weit, Kleiner. Wenn du bei uns aufgenommen werden willst, musst du schon was dafür tun. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Welche Aufgaben habe ich als Söldner zu erfüllen? Ona hat uns aus zwei Gründen angeheuert. Er will, dass wir ihm die Milizen vom Hals halten und dass wir auf seinen Höfen für Ordnung sorgen. Dazu zählt auch, dass wir die Pacht eintreiben, wenn die kleinen Bauern mal wieder nicht zahlen. Also, was darf sein? So, und das ist jetzt die Aufgabe, die Cord für uns erledigen kann. Ich denke, die Pacht eintreiben würde ich auch so schaffen, die Milizen nicht. Die Frage ist, lasse ich das jetzt von Cord erledigen? Das war schon vorher mehr, wem man noch glauben kann. Das kann ja nicht ewig. Ich mach mal die Pacht. Lass mich die Pacht eintreiben. Und vielleicht kann ich es ja doch selber machen. Hör zu. Der Bauer Sekop hat schon seit Wochen keine Pacht mehr an Ona gezahlt. Ona will, dass er 50 Goldmünzen ausspuckt. Noch Fragen? Wo ist Sekops Hof? Im Norden des Tals.
Das ist von hier aus gesehen an der großen Feldkreuzung rechts. Okay. Wenn du Probleme hast, werden die Bauern auf den Feldern dir helfen, dich hier in der Gegend zurechtzufinden. Ich kann das nicht glauben. Gut, Ich bin ganz normal. Oh Mann. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich guck mal, ob ich die Wölfe finde. Vielleicht jetzt vier Wölfe? Diese Mod, die macht mich so fertig. Ich habe das Gefühl, ich werde halt überhaupt nicht stärker. Okay, nee, Pepe wollte ich jetzt nicht abschießen. So, die Wölfe müssten irgendwo in die Richtung sein, wenn es noch wie vorher ist, glaube ich. Blutfliegen auf jeden Fall. Okay, mal gucken, ob wir uns mit denen anlegen können. Spiegelt mein Fenster hier so. Blendet richtig schön. Dass ich wahnsinnig viel sehe. Komm. Okay, das geht echt ein bisschen besser. Für das andere brauche ich doch eine längere Waffe. Stand da? Vanessa. Wo willst du denn hin? So. Wo sind die Wölfe? Ehrlich? Nee, nee, nee. Ein kleiner Teich? Wo sind die Wölfe? Lurker? Danke. Ist doch schon wieder viel zu weit weg, oder? Das sind keine normalen Wölfe. Okay, dann heilen wir uns jetzt nochmal. Wir könnten schlafen gehen, aber... Dann muss ich wieder den ganzen Weg zurücklaufen. So. Gut, dann probieren wir das mal. Ich möchte gerne irgendwas sehen. Kommen die denn dann alle... Wenn alle kommen... Kommen echt alle. Ja, okay, wie soll ich das denn machen? Okay. Ach Leute, wie soll ich einen Rudel aggressiver Wölfe töten? Kann ich nicht irgendwie einen rauslocken? Aber das sind Wölfe, die kommen in meinem Rudel. Nee, die kommen einfach alle, weil der die dann ruft. Sie kriegen ordentlich aufs Maul. Ich aber auch. Wie mache ich die? Ich will auch keine Zauber verschwenden. Was haben wir dann? Kleiner Feuersturm. Nee, ist ja auch keine AOE, ne? Oder? Oh Leute, ich weiß. Alles. Oh. Nein, ne? Kann ich den rauslocken? Kommt schon, ihr seid doch dumm. Ich hab's geschafft, einen rauszulocken. Ja, so klappt das ganz gut, ne? Schnell speichern. Oh nein, aber wenn jetzt die anderen kommen. Komm.
Komm, wenn jetzt noch einer kommt, dann sind da nur noch zwei. Okay, soweit so gut. Ja, man bräuchte die looten können, ist auch nice. Ich muss nur eine Möglichkeit finden. Wenn das jemand weiß, habe ich jetzt quasi, was Fälle angeht, verkackt? Also, wenn ich jetzt nicht bei Bosper bin, werde ich Fälle nicht teuer verkaufen können. Oder gibt es irgendwie, weiß ich nicht, Händler, die mehr dafür verlangen? Oder. Ja. Wäre noch ganz gut zu wissen. So. Zwei noch. Das wird doch möglich sein. Kommen beide, natürlich. Okay. Wie locke ich denn da jetzt nochmal einen raus? Wie kriegen wir das hin? Mühselig nähert sich das Eichhörnchen, wie auch immer der Satz nochmal ging. Und die stehen so nah zusammen, die kommen vermutlich immer beide. Na kommt. Zu oft, dass der einfach so zurückgehauen wird, ohne Schaden zu kriegen. Okay, einen noch, das sollte machbar sein. Oh Mann. Na komm. Wieso kriegst du keinen Schaden? Blöder Wolf. Ja. Ganz schnell zurück zu Pepe, bevor mich noch irgendwas tötet. Speichern? Okay. Mann, Mann, Mann. Wir mogeln uns hier schon irgendwie durch. Nein, der Lurker. Nein, da ist ein Lurker. Nein, er hat mich gesehen. Ich hoffe, der lässt gleich einfach von mir ab. Ja, okay. Glück gehabt. Hey, Pepe. Ja, ein Baum. Ich überlege gerade, ob es Sinn macht, Holz zu fällen. Wachsen die nach? Weiß jemand, ob die nachwachsen? Ja. Die Wölfe sind erledigt. Du hast es geschafft? Innos sei Dank. Ja. Jetzt weiß ich nur noch nicht, wie ich es Una beibringe, dass mir die ganzen Schafe fehlen. Dieser verdammte Bulko ist an allem schuld. Was hast du über Bulko gesagt? Er ist einer der Söldner. Es wäre eigentlich seine Aufgabe gewesen, die Weide zu bewachen. Aber stattdessen hängt er mit seinem Kumpel Silvio den ganzen Tag bei Thekla in der Küche rum. Dieser Mistkerl ist schuld, wenn ich jetzt wegen der verlorenen Schafe wochenlang keinen Lohn kriege. Ich wünschte, ich könnte ihm wenigstens dafür aufs Maul hauen. Aber gegen den hat keiner eine Chance. Der Typ ist ein Killer. Okay, merken wir uns. Okay, dann gehen wir mal. Dann gehen wir mal. Wir können ihn jetzt verpfeifen, aber dann wird er ein bisschen böse. So, gehen wir nochmal pennen. Einfach zum Heilen. Mm-hmm.
Na, Bennett, kennst du aber lange. Das interessiert mich. Das hat er doch vorher gewusst. So. Schaffen wir das? Können wir uns mit Bulko anlegen? Oh, noch so viel XP. Ich wäre mir da nicht so sicher. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Ja, Gerben. Vielleicht später. Okay. Speichern wir nochmal. So, Bulko. Kriegen wir dich. Wir beide sollten uns mal unterhalten. Ich wüsste nicht, worüber. Okay, das geht nicht. Ich habe mir das schon gedacht. Gehen wir mal erst zu... Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Kurz zu Una. Wegen Bulko hast du jetzt ein paar Schafe weniger. Was erzählst du da? Wer ist Bulko? Einer der Söldner. Was interessiert mich das? Wenn er sich an meinen Schafen vergriffen hat, wird er sich vor Lee verantworten müssen. Was belästigst du mich überhaupt mit solchen Kleinigkeiten? Mhm. Dann nicht. Die Frage ist jetzt, ob Bulko dann auf uns zugerannt kommt, wie die Mod hier das gerne mal macht mit den Leuten. Wegen Bulko hat Onar jetzt ein paar Schafe weniger. Ach, lass mich doch in Ruhe mit der Scheiße. Ist niemand interessiert. Ich hab so schon genug Ärger. Okay. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Das ist doch alles nur Gerede. Okay, Moment. Wir machen einmal, wir sprechen einmal so. Weiß doch nicht, das hast du nicht gewusst. Es kommt nur auf die Kraft an. Also komm mir nicht zu... Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Wir beide sollten uns mal unterhalten. Ich wüsste nicht, worüber. Hä? Okay, müssen wir erst Rod machen. Ja gut, eigentlich, ne, Fester wird halt schon zählen, aber... Brück in den Arsch, braucht dein Treiben, auch mal wenn sie noch... Oh Moment, ein paar Sterne Sumpfkraut. Es kann ja nicht ewig so weitergehen. Wegen des Sumpfkrauts. Das ist wirklich nicht mein Problem. Hier hast du ein paar Stängel. Ach, du bist mein Mann. Meine Stimme gehört dir. Ja. Klar. So, jetzt mal ein bisschen mehr Sumpfkraut. Okay. Mir geht es besser? Tja. Tja, Leute, ich bin echt ein bisschen überfordert gerade. Und das hier. Jarvis. Das ist blöd mit Fester. Paket, schnell Kreatur. Nee. Können wir alles nicht machen. Das können wir alles nicht machen. Wir haben nicht mehr so viele Möglichkeiten, gerade an XP zu kommen. Tatsächlich. Also, machbare Möglichkeiten. Wir haben ihn natürlich doch nachgekriegt. Krieg ich nicht? Muss... Ja gut, ich hoffe mal, das mit dem Schwert kann ich dann noch machen. Ich versuche es mal mit Rod. Hey, du! Natürlich doch noch gekriegt. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Ich bin Unsinn. Davon lasse ich lieber die Finger. Man weiß gar nicht mehr. So? Ach, du siehst... Dann... Hier. Dann. Und jetzt gibt... Alles... Ich denke nicht. Ich denke nicht. Was? Ich glaube... Jetzt! Na mach schon! Mein Gott, ein Kampf! Na mach schon! Das gibt's doch gar nicht! Lass dir nichts gefallen! Den wirst du ja wohl schaffen! Hast du's gezeigt! Ist aber machbar. Es ist nur ein bisschen schwieriger, weil er jetzt einen Dolch hat. Im Basecamp hat er eben noch Fäuste. Glock! Hey, du. Okay. Bin stark genug. So. Das war doch schon vorher klar. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Ist das wirklich Na? Die Haut jetzt. Ja, mach schon. Wenn er nicht krippen würde. Das hat er verdient. Wenn er nicht zwischendurch krippen würde, wäre es auch ein bisschen einfacher. Wir probieren das jetzt einfach. Wenn es zu lange dauert, dann schneide ich euch das zusammen.
Hey, du. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Von mir erfährt keiner was. Ich... Was war? Ich glaube... Na was? Ich bin nicht so aufregend. Yeah. Nein, das wirst du ja wohl schaffen. Mein Gott, ja, so ist gut. Lass dir nichts gefallen. Ich habe so einiges gehört. Ja, so ist gut. Lass doch zurück. Zeig's ihm. Lass dir nichts gefallen. Das gibt's doch gar nicht. Okay. Nehmen wir schön mein Gold wieder. Ich glaube nicht, dass ich daran was ändere. Oh, wir haben ganz viel Fleisch aus dem Braten. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihn auch nicht mehr. Huhuhu. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Mein Herz rast gerade tatsächlich. Ich weiß gar nicht, warum er sich so... Ah, versuch das ja nicht nochmal. Was hat denn... Moment, wir können erstmal ganz kurz gucken. Was hat Rods Waffe denn für Werte? Ich weiß gar nicht, warum er sich so... Er hat auf die falschen Leute gehört. Wie denn? Er hat auf die falschen Leute gehört. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ich wäre mir da nicht so sicher. Nicht genug Stärke. 20... Das steht halt auch gar nicht bei, was es braucht. 20 Stärke braucht das. Keiner hören. Also es braucht mehr, glaube ich. Meine, das hat früher 30 gebraucht. Du hast gewonnen. Was willst du? Ja, gut, dass wir nicht gewartet haben. Das, so, haben wir erstmal nicht. Meine Meinung will ja keiner hören. Hier hast du dein Schwert zurück. Wurde auch... So, ist die Quest jetzt eigentlich gescheitert? Nee. Rods Schwert. Keine Ahnung. Ist doch gar nicht drauf. Kannst du mir beibringen, wie man mit Zweihandwaffen umgeht? Ich bin zwar kein schlechter Kämpfer, aber ein guter Lehrer bin ich deswegen auch noch nicht. Aber ich denke, ich kann dir die Grundlagen des Zweihandkampfes beibringen. Der ist gerannt, also will ja selbst. Ich will mich den Söldnern anschließen. Okay, ich bin nicht nachtragend. Du kannst kämpfen. Das ist es, was zählt. Die meisten Jungs hier nehmen eine kleine Prügelei unter Freunden nicht ernst. Wirst du noch merken. Ich weiß gar nicht, meinetwegen so kannst du mitmachen. Ja. Aber deine Quest ist damit... Keine Ahnung, habe ich die jetzt für immer? Also ich habe ja gar keine Gesprächsoption mehr. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie so gemacht. Also bisher habe ich immer so eine Waffe tragen können. Wie sieht's aus? Bin schon mal gespannt, ob du aufgenommen wirst. Ja, ich auch. So, jetzt hätten wir eigentlich die drei für Jarvis... Erledigt, nur... Esther musste ja drauf gehen. Wir gehen nochmal pennen. Ich finde das schön, wie wir einfach hier im ersten Kapitel schon die Tage knacken werden, die wir in Teil 1 für das ganze Spiel gebraucht haben. So. Okay. Speichern. Und jetzt gehen wir nochmal zu Bulko. Einmal noch zum Abschluss. Hört doch mal auf, mir nachzurennen. Jarvis gerade rein. Der Typ ist echt buff geworden in der Mod. So, Bulko. Mir ist zu Ohren gekommen, du hast es auf meine Jungs abgesehen. Was? Und soweit ich weiß, bist du einer von Lees Schützlingen. Was? Ich warne dich. Bald werden sich hier einige Dinge ändern und dann werden wir uns nochmal über die Sache unterhalten. Wir beide müssen uns mal unterhalten. Was willst du? Ich denke, es wird das Beste sein, wenn du dich auf dem Hof nicht mehr blicken lässt. Sieh zu, dass du hier bis morgen verschwunden bist. Wir haben uns verstanden? Mal gucken. Sagt dir der Name Pepe etwas? Ich kapiere zwar kein Wort von dem, was du da faselst, aber dein Ton gefällt mir nicht. Du hättest auf seine Schafe aufpassen sollen. Was interessieren mich seine Schafe? Lee interessieren sie. Worauf willst du hinaus? Wenn du mir weiter auf den Keks gehst, werde ich dafür sorgen, dass du die Schafe bezahlen musst. Wenn du also auf deinen Sold Wert legst, lass mich in Zukunft zufrieden. Du... Ja? Mieser kleiner Penner. Okay, er lässt mich damit jetzt in Ruhe, aber wir müssen ihn halt trotzdem... Okay, warte mal. Wir beide... Ich wüsste nicht... Jetzt kann ich... Okay, Moment. Dann muss ich einmal... neu laden. Weil ich kann ihn nicht einfach so angreifen wegen den Duellregeln.
Hey, du. Ich werde nicht von ihr weggehen. Weg mit der Waffe. Ja, dann müssen wir noch mal darüber reden. Hör nicht auf! Jetzt hat er mich in die Ecke gedrängt. Ich wollte ihn doch in die Ecke drängen. Der haut drauf, der Junge. Bin eigentlich schon durch. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich versuche den jetzt noch ein paar Mal und cut euch das dann zusammen. Und dann beenden wir die Folge. Alter, was der Schaden! Der hat mir gerade mit einem Mal alles gezogen. Hau drauf! Das ist nicht machbar. Warum hat das mit Fester nicht geklappt? Fester, ey. Ich hätte noch mal ein bisschen fester draufschlagen sollen. Lauf! Hey, pass auf! Nein! Kann ich hier mich irgendwo verstecken vor ihm? Nein! Lass mich! Okay. Das zieht ihm ja gar nichts! Okay. Scheiße! Vulko! Hey. Warum hat Fester das getan? Sag es mir. Warum muss ich mich jetzt mit dir herumschlagen? Wo kann ich dich hinlocken, damit das geht? Ich verletze dich mit Pfeilen eh nicht. Komm, duelle hier auf dem Platz. Mein Gott. Der haut mich einfach mit einem Mal runter. Der Junge ist einfach insane. Okay, er hängt da fest. Pfeile machen ihm leider noch gar nichts. Wie viele Pfeile habe ich denn? Du rennst er ja noch gegen. 54. Vielleicht reichen die ja sogar. Nehmen wir jetzt einfach mal den kleinen Feuersturm. Auf mit dieser. Ich habe drüber geworfen. Oh Mann, ey. Parier doch. Ich kam mir gerade so dumm vor. Schlag doch zurück. Ich hab das Gefühl, die Pfeile werden nicht reichen. Nein. Was brauche ich dagegen? Nein! Vulko! Don't do it, my friend! Ein Kampf! Ah, nein! Da wirst du schon. Ja, komm her! Oh! So, hier hängst du jetzt fest. Bitte sag mir, dass es geht. Das ist alles Festers Schuld. Pfeile bleiben alle hängen. Nein. Nur aufpassen, dass ich ihn nicht töte. Okay. Das schaffen wir. Das müssen wir schaffen. Komm, auf dem Tisch das Duell. Du blöder Knilch! Ich will irgendwas essen. Oh Gott. Help, please. Snack eine Wurst. So, okay, es reicht vielleicht. Ah, ich hab so Angst. Ich hab ihn! Vulko! Das ist nicht euer Ernst, dass das als... Es zählt als Diebstahl. Ich hab mir das schon gedacht. Was im Haus lag. Danke für das Gold, du Held. Wie viel Gold habt ihr mir abgenommen? Wer war das von euch? Gibt's doch nicht. Jetzt habe ich Vulko besiegt und... Wer war das? Er hat mir einfach alles weggenommen. Wer war das denn jetzt? Oh nein! Das waren 500 Goldstücke. Okay, Vulko. Lass uns nochmal eine Runde tanzen. Na komm.
Der Tisch ist dein Endgegner. So. Auf ein neues. So. Na bitte, geht doch. Einmal speichern. Das zählt auch als... Wir haben ihn natürlich doch noch. Okay, das zählt auch als im Gebäude... Okay, okay, ich darf ihn nicht ausrauben. Das höre ich zum ersten Mal. Plonk. Vasili. Ja gut, dann lass mal Bulkol aufstehen. Das hast du nicht gewusst. Mann, Mann, Mann. Alles Festers Schuld, ey. Jetzt steh auf! Ich weiß gar nicht mehr, wie man. Warte mal. Ich glaube nicht. Sag dir der Name Pepe. Ja, das hatten wir schon. Worauf ist du? Wenn du mir. Wenn du. Ja. Ja. Er hat nicht mehr so eine große Fresse. Dann gehen wir jetzt nochmal ganz kurz zu Jarvis. Von mir erfährt keiner was. Wie viele von Silvios Männern stehen noch auf meiner Liste? Ich habe Bulko besiegt. Hab ich mitgekriegt. Reife Leistung. Rod sieht nicht mehr ganz so gut aus. Ich war bei Raul. Und? Er hatte die Schläge dringend nötig. Das reicht, das reicht. Ich bin beeindruckt. Wenn Lee mich fragt, kann ich bedenkenlos für dich stimmen. Nice. Okay. Ach, hier ist Wolf. Du hast es Bulko aber ganz schön gezeigt, Schätzchen. Ja. War bestimmt anstrengend, das fette Schwein zu verprügeln. Ja. Hier ist erstmal ein Happen, damit du wieder zu Kräften kommst. Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Ich hab nichts mehr. Nicht mal ein kleines Schüsselchen? Nein. Kann ich den Topf auslecken? Jetzt hör aber auf. Wenn du so wild bist auf den Eintopf, dann musst du auch was dafür tun. Was? Geh zu Sagitta, der Heilerin hinter Seekops Hof, und bring mir ein Päckchen mit Kräutern von ihr. Wenn du mir die Kräuter bringst, mache ich dir einen Eintopf. Alles klar. So, Teklas Eintopf ist, glaube ich, was... Genau, gibt einen Stärkepunkt. Den sparen wir uns. So. Puh. Das war eine Folge. Mann, Mann, Mann. Okay. Dann gehen wir nächstes Mal so Richtung Seekops Hof, denke ich. Alles klar. Ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Oh Mann. Und wir sehen uns dann in der morgigen Folge wieder. Bis dahin und tschüss.